Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier im Fieberbrunn im schönen Pillerseetal und heute werdet ihr mich auf einer Wanderung begleiten. Und zwar ist mein Ziel der Wildlodersee. Ob ich das Ziel erreiche, das werdet ihr am Ende des Videos sehen, weil das ist ja nicht immer so bei mir, dass ich mein Ziel auch erreiche. Aber schauen wir mal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach mal hier unten auf Abonnieren klicken. Und dann freue ich mich, gemeinsam mit euch zu wandern. Kommt mit! Wir sind jetzt hier zur ersten Hunderunde, weil ich jetzt gleich frühstücken werde und dann kann Cassie nicht mitkommen. Und ich bin hier mitten in Fieberbrunn. Der Mond scheint noch, denn es ist erst 7 Uhr. Und mein Gasthof ist da hinter diesem Haus. Eieieiei. Wer kommt denn da? Jetzt nur noch ein kleines Stück, dann sind wir an den Bergbahnen und schaut euch mal das Wetter an. Einfach genial, das wird ein schöner Wandertag. Da ist die Bergbahn und da oben kommt sie hier runter. Und damit fahren wir jetzt gleich hoch. Aber ich auch. Ich musste mir jetzt extra eine FFP2-Maske kaufen, weil hier keine medizinischen Masken erlaubt sind. Cassies Maulkorb habe ich Gott sei Dank mitgehabt. Und schaut mal, hier scheint schön die Sonne. Ich hoffe, die Bergfahrt, die hat euch jetzt schon mal gefallen. Und jetzt geht es noch weiter nach oben. Und zwar an der Bergstation Lerchfilzkogel. Da könnt ihr es auch noch mal sehen. Wir sind auf 1645 Metern Höhe und jetzt zeige ich euch mal meinen Ausblick hier. Passt mal auf. Und mein Ziel ist es da oder da, irgendwo dahin. Ich weiß nicht, ich muss erstmal auf die Landkarte schauen. Und zwar heißt das Wildseeloder. So, hier ist unser Weg. Da oben ist irgendwo ein Haus. Da. Da ist unser Ziel. Ich versuche es mal ranzuzoomen. Also vielleicht nicht das Ziel, vielleicht kommen wir noch irgendwie da hoch in die Wolke. Aber ich wollte euch mal hier die Landschaft zeigen. Das ist ein Skigebiet. Mega, oder? Okay. Thank you.
Miami. Das ist eine Wildalm. Mal schauen, was der Rückweg so sagt. Aber so ein Speckbrot oder sowas Leckeres? Jo, gerne. So, na dann passt mal auf. Ich bin hier an der Wildseeloder-Hütte angekommen und jetzt zeige ich euch mal den Wildseeloder-See. Eigentlich war mein Ziel der Wildseeloder, das ist der. Die gehen alle da hoch. Mal sehen, ob ich mich durchringen kann. Cassie ist auch schon echt K.O. Die hat schon ganz schön Atemnot unterwegs. Naja, mit 11, die ist 77, ne? Schaut euch das mal an. Jetzt habe ich extra meine dicke Jacke angezogen. Und jetzt ist hier eine mega Sonne. Der Wind ist fast weg. Und das ist so, so schön. Schaut euch mal den Baum an. Übrigens vermute ich mal, dass das Weiße an dem Baum eben auch Schnee oder Eis war. Schaut mal. Schaut mal, von da kommen wir her. Da oben ist die Henne. Und wow. Und jetzt geht's weiter hier hoch. Jetzt wird's eisig. Dort ist das Ende der Bergbahn. Und dann sind wir hier diesen schlängelnden Wanderweg lang gelaufen, um diesen Berg einmal drumherum, sind dort unten rausgekommen am Wildseeloder See, wieder hier so hoch und jetzt gehen wir hier diesen Grat nach oben zum Wildseeloder. So, schaut mal, wir haben es geschafft. Das ist das Gipfelkreuz. Da sitzt Cassie. Und jetzt zeige ich euch mal den Rundumblick. So, wir haben jetzt hier eine ganz lange Rast gemacht. Ich habe alle Insta-Stories hochgeladen und Cassie, die sitzt wirklich sage und schreibe eine Dreiviertelstunde genau so da, weil die sieht dort immer Vögel fliegen und weiß nicht, kleine Autos fahren und sie denkt dann immer, das sind andere Tiere. Ja, ansonsten sieht es hier wunderbar aus, aber es ist ein bisschen windig. Ich habe mich hier ein bisschen eingemummelt und jetzt geht es wieder bergab für uns. Es ist jetzt 14 Uhr, bis wir unten sind. Die Bahn fährt nur bis 16 Uhr. Lasst uns mal starten.
jetzt geht es wieder runter. Wir sind hier in der Bergbahn. Beide Maulkörbe haben es schon bereit. Und da seht ihr gleich den schönen Ausblick. Schon sind wir wieder unten und ich muss sagen, es ist mächtig kalt geworden. Ich gehe jetzt erstmal in meine Unterkunft und werde mir da einen schönen heißen Tee gönnen und dann noch ein bisschen arbeiten. Hier sind für den Winter überall Schlepplifte, Skishops und hier stehen schon die Schneekanonen bereit. Hier ist angezeigt, welche Hütten geöffnet sind. Wir waren heute hier im Wildsee-Loderhaus und hier kann man gleich schauen, wo diese Hütten sind. Ich mache mir gleich mal ein Foto, dass ich für morgen Bescheid weiß. So, ich hoffe, unsere Tour hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt doch einfach mal auf Daumen hoch. Würde mich freuen. Oder lasst einen netten Kommentar da. Vielleicht wart ihr auch schon mal hier in der Nähe und seid eine schöne Tour gewandert. Vielleicht könnt ihr mir ja einige Sachen empfehlen für die nächste Tour. Ja, Cassie ist total müde. Und ich auch. Ich gehe jetzt ins Bett. Also, macht's gut!